lieben Zuschauern, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Rise. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Dann genießen wir mal das Video. Federrauscher Knosum. Das wird bestimmt spaßig. Ich habe keine Ahnung, wie das Vieh kämpft. Aber ich bin schon sehr gespannt. Ich hole mir auf jeden Fall erstmal wieder so ein Federviech. Eine Spinne. Die ist halt mega nützlich. Ach, das, was ich auf der Karte sehe, ist der Azeroth. Okay, jetzt bin ich hier oben. Ich kann mir gut vorstellen, dass auf der Spitze was ist. Aber hier in der Nähe, wenn ich es wiederfinde, da auf dem Haus, da war auch was. Hier war man nicht auch ein Artefakt. Beziehungsweise so ein Relikt. Ja, hier. Ein Relikt. Das ist eine Randale-Botschaft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auf dem Berg oben drauf noch was ist. Nur wahrscheinlich ist es auch ätzend, da oben hinzukommen. Ich mach's auf jeden Fall jetzt einmal. So, fast oben. Hier ist so eine ganz kleine Hütte. Und ich lag richtig. Hier oben ist tatsächlich ein Relikt. So, jetzt können wir uns aber auf die Hauptquest konzentrieren. So. Jetzt bist du dran, Knosum. Geil, ich hab seinen Schrei gekontert. Wusste jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das geht. Oder dass das Vieh überhaupt einen Schrei hat. Also den Federkamm kann man bestimmt brechen. Ich bezweifle, dass man den Schweif abtrennen kann. Oh, der kann Feuer. Ist auf jeden Fall interessant zu wissen. Ich weiß, dass der Azeroth hier auch mal vorbeikommt. Warte mal. Miefnerz. Du magst mich. Du willst hier bleiben. Er hat jetzt schon ein gebrochenes Teil? Ist ja überhaupt nicht stark. Ich habe sein Feuer gekontert und dadurch zwei andere Viecher erwischt. Diese ganz kleinen Biester da. Die an Ratten erinnern. Bombak die. Ich loot die mal. Groß Fleisch. Und das Vieh hat den Eingang von diesem Tempel zertrümmert. Achso, das ist das bereits tote Vieh. So, jetzt wird... Aua. Geschnetzelt, wollte ich sagen.
Lass es mich aufstehen, ich brauche die erste Hilfe. Und Feuerkäfer, auch wenn der gegen dich wahrscheinlich nichts bringt. So, wenn du dich zu mir drehst, mache ich den Konter. Jawohl! Dich kriege ich. Nein, ich hab daneben gehauen. Ich muss schon an dem wetzen. Komm, bitte lass mich wetzen. Oh, hier ist ein weiterer Seilkäfer, nehme ich direkt. Wo will der hin? Hätte er jetzt Richtung Arzuros gewollt, hätte ich das gefeiert. Komm her! So. Die Biester kaufen wir uns. Bisschen im Dreck wälzen, um Speed zu kriegen. Jetzt ist der Arzuros an mir vorbeigesprungen. Genau jetzt. Ich krieg dich. Zack. Aua. Ja, gekontert. Aua. Das tut doch weh. Aua. Da kann ich dem nächsten Lied drüber singen. Und Trank. Ich hatte eigentlich den Plan, den in der Luft zu treffen. Ungefähr so. Genau so hatte ich das geplant. Ich treffe noch ein paar kleine Biester. Brauchte ich nicht auch noch von dem kleinen Vieh hier das Fell? Komm, dann loote ich die eben. Oh, hallo Arzuros! Du kommst mir sowas von gelegen. Jetzt kämpfen wir mal richtig. Ich habe nichts gesagt. Das Schöne ist, dass sie sich gegenseitig bekämpfen können. Ja, Arzuros. Wir zwei. Ich habe ihn gegen den anderen geschleudert. Und jetzt nutze ich ihn, um den anderen zu bekämpfen. Ich krieg dich. Ich krieg dich dran. Jawohl. Komm, jetzt hau ihn. Ja, und der Weifenrippbalken ist voll. Jetzt kann ich einen verheerenden Angriff machen, den berittenen Rächer. Und der ist richtig cool. Pass auf.
Hier liegt so viel Material von denen. Einmal, weil ich die immer und immer wieder gegeneinander geschmissen habe. Ich glaube, ich könnte mittlerweile auch eine neue Marionettenspinne da oben holen. Ich hole mir mal eine für den Fall, dass ich sie nutzen kann. Treffer! Aua! Aua! Ist ja gut! Hast gewonnen! Bleib hier hinten! Aber will ich dich doch nur verkloppen! Schön, dass du hinfällst. So. Und Schnitzelmeister. Da sind schon wieder diese komischen Meerschweinchen. Oder was die auch immer darstellen sollen. So, Treffer. Ich nutze euch einfach. Zack. Habt ihr nochmal einen richtig guten Konter gegeben. Klinge auf Gelb gewertet. Muss aber direkt wetzen. Muss sofort wetzen. Also wenn man weiß, wo diese Marionettenspinne ist, sollte man sie hundertprozentig mitnehmen. Das Ding ist mega praktisch. So, ich hab's geschafft. Ich bin auf Rot. Jetzt mache ich den Schaden. Komm. Ich dachte, du willst prügeln. Was war das denn für ein Scam? Okay, die sind wieder beisammen. Das heißt, ich kann die ausnutzen. Let's go. Da war eine Miefnerz. Das Kraut wird natürlich mitgenommen. Ich habe beide mit dem Konter erwischt. Und hier habe ich nochmal was gebrochen. Genau jetzt haut der Arzuros ab. Ich glaube, ich habe ihm die Flügel gebrochen. Zack. Ich liebe diesen Konter. Aber ich vermisse die alten Jägertechniken. Die haben das ja dafür ausgetauscht. Hallo? Wo bist du hin? Ach, da. Muss ich schaffen, ich muss es schaffen. Komm. Klopsch hierher. Zack. Schade, nicht richtig getroffen. So. Jetzt aber.
Schade, ein bisschen zu früh. Also meine Fähigkeit. Aber er legt sich ja trotzdem hin. So, jetzt muss ich wetzen. Das Schöne ist, der ist auch im Eimer. Er scheint sogar Hunger zu haben. Zack. Aua. Ja. Bin in ihn reingesprungen und habe ihn umgebracht. Jetzt gibt's den heiligen Loot. Und ich habe so schon allein viele Agnosum-Teile gekriegt. Man kann die Sachen jetzt viel besser farmen. Weil bei jedem Bruch ein Objekt fallen kann. Man braucht halt nur eine Sekunde, um es aufzuheben. So, hier waren Knochen, die kann ich mitnehmen. Da vorne war noch Dung. Ein bisschen Glück kriege ich den noch. Ja, ich kriege sogar noch den Blitzkäfer. Das lief doch wunderbar. Auch richtig viele Materialien. Ah, diese kleinen Meerschweinchen, die geben irgendeinen Zünder. Kann ich mir von Agnosum jetzt wenigstens eine Waffe machen? Hat sich der Dango-Kram verbessert? Also habe ich da jetzt was Neues? Oh, Scheuning. Schon zurück. Du hast dich bei der Agnosum-Jagd gut geschlagen. Ein Problem wäre erledigt, aber an den heiligen Ruinen wartet noch eins. Laut den Dorfbewohnern sind es Geister. Ich passe fürs Erste auf. Später rufe ich aber vielleicht nach dir, falls sich was ergibt. Geht für den Moment erstmal zu Hinoa. Mit dem Triumph über den Agnosum hast du dir Stufe 3 Quests verdient. Aus dir wird ein guter Kamura-Jäger. Frischling, mach weiter so. Ja, das war's mit der heutigen Folge zum Monster Hunter Rise. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss!